sind in Mosul, eine Stadt im Nordirak, die 3 Jahre lang vom IS besetzt war und erst im letzten Sommer, im Juli 2017, vollständig befreit wurde. Dies ist der westliche Teil von Mosul, der am stärksten betroffen ist. Und wir befinden uns am Rande der Altstadt, die wiederum hier die größten Zerstörungen erfahren hat. Obwohl der Wiederaufbau unter vollem Gang ist, gibt es bisher, ist die Versorgungslage bisher immer noch relativ schlecht. Trotzdem kehren ganz viele Familien schon wieder zurück. Zum Beispiel in dieser Straße sehen wir, dass es schon wieder Leben gibt. Auch einige Kinder sind schon wieder mit zurückgekehrt. Es gibt also einen großen Bedarf an Basisdienstleistungen. Unser Projekt Krisenpräventiver Wiederaufbau von Mosul fokussiert darauf, genau in dem Bereich einzusetzen, die stärksten Bedarfe zu adressieren, Schulen, aber auch ein Krankenhaus. Wir müssen ein bisschen aufachten, wir überschreiten hier die offenen Abwasserkanäle. Im Linken sehen wir, wird schon wieder stark gebaut. Gerade wurde der Generator ausgeschaltet. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr so in die Kamera schreien. Aber es heißt auch, dass zurzeit die Elektrizität noch Versorgung noch nicht wiedergegeben ist. Zu unserer Rechten ist ein Haus, was sicherlich nicht wieder renoviert werden kann. Vermutlich muss da auch noch die Minen die Sprengsätze geklärt werden, bevor es überhaupt wieder übergeben werden kann, überhaupt wieder aufgebaut, genutzt werden kann, das Baugrundstück. Wir sind daher sehr froh, dass wir jetzt ein Baugrundstück bekommen haben, von der Stadt zugewiesen. Dies ist eins von dreien für Containerschulen. Containerschule ist der große Vorteil, dass innerhalb von 2 Monaten nach Baubeginn fertiggestellt wird. Also auch hier sehen wir, es muss sicherlich noch einige Aufräumarbeiten betrieben werden. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass wir in der nächsten Woche mit dem Baubeginn starten können. Hier die Maschinen, die wir hier sehen, werden von einem anderen Projekt der GIZ beschafft. Das heißt, es sind größtenteils Baumaschinen, die über das Auswärtige Amt finanziert werden. Baumaschinen, aber auch im Hintergrund, hier sehen wir nochmal die Wassertanker, die dazu beitragen sollen, die Trinkwasserversorgung in der Stadt zu stabilisieren, bis die Leitungen rehabilitiert sind. Wir haben den Standort gewechselt und befinden uns nun im ehemaligen medizinischen Zentrum von West-Mosul. Der IS hat sich hier bis zum Schluss gehalten, daher auch das immense Ausmaß der Zerstörung. Der Bedarf an Gesundheitsversorgung ist hoch. Mehr als 50% der Bevölkerung haben einen akuten Behandlungsbedarf. Zurzeit kann in West-Mosul aber keine stationäre Behandlung angeboten werden. Im Osten der Stadt ist das wieder möglich. Der Transport dorthin ist allerdings schwierig und langwierig. Wie wir zum Beispiel auch hier sehen, die Brücken wurden alle zerstört. Inzwischen ist es so, dass einige Brücken wieder aufgestellt sind, trotzdem ist es ein Nadelöhr und die Beschwerlichkeiten und auch die Kosten der Reise können viele Familien nicht leisten. Hier wird wieder ein medizinisches Zentrum entstehen. Viele der ehemaligen Krankenhäuser werden wieder aufgebaut, das wird Jahre in Anspruch nehmen. Daher werden wir, die GIZ, hier ein Krankenhaus bauen, auch im Containerverfahren. Das heißt auch mit dem Vorteil, dass die ersten Abteilungen 6 bis 8 Monate nach Baubeginn in Betrieb genommen werden können. Wir stimmen uns hier eng ab mit anderen Organisationen. Hier können wir bereits sehen, dass die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, bereits eine Containerklinik aufbaut. Wir können hier also hochspezialisierte Gesundheitsservice anbieten, inklusive Intensivmedizin. Dort diesen Wassertank, den werden wir rehabilitieren, den werden wir wieder einsetzen. Und wir haben auch noch eine Abwasseranlage, wo wir schauen, dass wir die alten Betriebspläne wieder bekommen, um auch die wieder in Betrieb zu nehmen.